Der Apostel Paulus schreibt einen Rat in seinem Brief an die Epheser in Kapitel 6, Vers 13, den wir auch zu Herzen nehmen sollten. Er lautet: Um des Willen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Ich denke, dass wir uns in den bösen Tagen befinden und es nötig ist, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Der Feind versucht uns zu treffen und uns den Sieg zu rauben. Woraus besteht dann diese Rüstung? Erstens aus einem Gürtel der Wahrheit für die Lende. Das ist die meist schwache Stelle, dort, wo der Panzer aufhört und der Waffenrock beginnt. In einer Welt voll mit Lügen und Betrug ist es nötig, dass wir uns mit Jesus, der Wahrheit, umgürten. Zweitens mit dem Panzer der Gerechtigkeit, wenn es um geistliche Dinge geht. Schließe nie Kompromisse, sondern halte dich an das Wort Gottes, wie Jesus in seiner Versuchung. Drittens mit Stiefeln an den Beinen, bereit, um auf staubigen Straßen die frohe Botschaft des Friedens auszutragen. Viertens, dem Schild des Glaubens. Der Schild dient zum Abwehren und Löschen von den feurigen Pfeilen des Feindes. Die Anfälle werden stets häufiger und heftiger, denn der Feind weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Fünftens, aus einem Helm des Heils. Bedecke dein Haupt mit diesem Helm, so dass deine Gedanken rein und sauber bleiben, denn gerade in deinen Gedanken will er Unheil stiften. Zum Schluss das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Können wir schlagfertig mit dem Schwert der Bibel umgehen, so wie Jesus, als er versucht wurde? Jesus hatte auf jeden Anfall des Feindes eine passende Antwort. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, helfe uns bei dem Anziehen der geistlichen Waffenrüstung, so dass wir nichts vergessen und verwundbar sind. Lerne uns, dein Wort auf die richtige Weise zu gebrauchen, so dass der Feind von uns fliehen muss. Schenke uns auch den Sieg in dieser Woche über einen besiegten Feind. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.